keine Angst, das sind gar nicht meine richtigen Zähne. Nein, das sind so aus dem Comedy-Geschäft Zähne. Ich zeig's mal kurz. Hier, das ist gar nicht, das sind echt. Kein Problem, ne? Okay. Hallo, ja, das war ein kleiner Scherz. Mein Name ist Jochen Falk. Ich bin total froh, dass ich heute hier spielen darf und spielen kann. Denn als ich die Anfrage erhalten habe, hier aufzutreten, habe ich gesehen, dass in meinem Terminkalender für heute schon eine andere Veranstaltung drin stand. Ich habe mir dann aber schnell einen neuen Terminkalender gekauft und da war ja der Tag frei und so hat es geklappt. Genau, ich frage mal, wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Ja! Wer ist freiwillig hier? Gut, also um euch ein bisschen in Stimmung zu bringen, habe ich am Anfang so eine kleine poetische Darbietung für die Herzen mitgebracht. Viel Spaß. Achtung. Gut, ich denke, das reicht jetzt an Emotionen. Dann fange ich jetzt an mit dem ersten Kunststück. Und da kann ich mit Stolz sagen, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der das überhaupt macht. Für so wenig Geld. Aber ich zeige es total gerne. Viel Spaß. Ihr wart super hier vorne, aber für die war ich zu schnell. Ich mach's dann. Wartet! Noch nicht klatsch! Da habe ich doch das Wort Zugabe gehört. Dann geht's weiter mit einer fetzigen Jonglage. Viel Spaß und bitte die Nummer 6. Wahnsinn, so viel Applaus. Dabei habe ich das beste Kunststück noch gar nicht gezeigt. Das kommt erst jetzt. Krass, oder? Dieses Kunststück hat in der Jonglierszene auch einen Namen. Da nennt es sich ein Ball in der Mitte und zwei Bälle außen. Doch. Und ich werde jetzt versuchen, mit dem Kunststück euch alle zu beschummeln, ja?
Okay? Und wenn ich schummel, dürft ihr ausnahmsweise ganz laut Buh rufen. Aber erst wenn ich schummel. Einige haben es schon gesehen, für die anderen mache ich es ein bisschen einfacher. Oh, oh. Aber ich kann mit den Bällen auch Tiere täuschend echt nachmachen. Also wenn die Tiere jonglieren, meine ich natürlich. Und als erstes Tier präsentiere ich den Pinguin, ja? Jetzt mache ich es ein bisschen interessanter. Ich mache ein Tier nach und sage nicht den Namen, ja? Wer es aber als erster errät und laut ruft, kommt von seinen Nachbarn 5 Euro. Nashorn wär's gewesen. Na gut, es war zu einfach. Ich mache jetzt noch ein Tier, ja? Ich sag wieder nicht den Namen und diesmal mache ich es richtig spannend. Ich zeige auch nicht den Trick. Alles, was ihr von dem Tier erfahrt, ist eine typische Geste, ja? Mal gucken, wer es anhand der Geste errät. Die Geste! Ah, warte! War noch nicht ganz zu Ende. Mensch. War noch nicht zu Ende. Ja, manche Witze mache ich auch mehr so für mich. Aber keine Angst. Wertes Publikum, wir steigern das Niveau jetzt wieder. Ich erhöhe und präsentiere, sage und schreibe, 4 Bälle. Na, ich merke, ihr habt euch schon einiges gesehen. Toll. Okay, also ich steigere mich jetzt auch nochmal richtig, ja? Aber ihr auch. Okay? Okay. Und gehe auf, sage und schreibe. 5 Bälle! Fünf Bälle! Naja, okay, ihr habt recht, das kann man nicht ewig machen. Deshalb komme ich zur nächsten Nummer.